habe jetzt meinen Kaffee getrunken. Ich habe meine Maske abgewaschen, mich ganz leicht geschminkt, damit ihr mich jetzt nicht den ganzen Tag so ungeschminkt ertragen müsst. Sollte ich meinen Schlafdutt öffnen? Ich weiß nicht. Obwohl, ich mache jetzt meine Haare mal auf, meinen Schlafdutt. Hier ist gerade das Licht auch so schön. Moment. So, damit ich hier nicht immer mit der gleichen Frise rumlaufe, öffne ich jetzt mal meinen Dutt. Und ich bin in letzter Zeit auch sehr zufrieden mit meiner Haarstruktur. Die Keratinglättung lässt so langsam nach. Dadurch werden meine Haare wieder so fester und robuster und nehmen Form an und bleiben auch in der Form. Nach dem Schlafdutt, also nachdem ich meine Haare gewaschen habe, geföhnt habe und einen Dutt gemacht habe, werden sie am nächsten Tag so schön. Zeige ich euch jetzt mal. So Leute, ich habe jetzt gerade auch noch mal ein Video für Instagram gedreht. Deswegen diese Cats. Aber ja, so sehen meine Haare einfach aus. Nachdem ich meine Haare gewaschen, trocken geföhnt und ein bisschen Haaröl in meinen Haaren verteilt habe und dann einen Dutt gemacht habe, dann sehen sie am nächsten Tag so aus. Das ist wirklich, also ich finde extrem cool. Die sehen echt aus wie mit dem Lockenstab gemacht. Aber ja, ich liebe es. Wenn ich dann diese Haare sehe, denke ich mir so, nee, kurz schneiden ist ganz schön dumm eigentlich. Aber mal schauen. So, ich habe jetzt einmal Nudelwasser aufgesetzt. So, ich habe jetzt einmal kurz Nudelwasser aufgesetzt. Ich mache nämlich heute Nudelsalat und Pizzen und so. Wir bekommen nachher Freunde zu Besuch heute Abend. Und ich nehme euch so ein bisschen wieder bei den Vorbereitungen mit. Jetzt öffnen wir aber erstmal dieses Paket. Leute, ihr wisst, ich bin krank nach Düften. Moment, ich nehme das Ganze natürlich auch nochmal für Instagram auf. Also folgt uns auch gerne bei Instagram, um unsere Storys nicht zu verpassen. Ach übrigens, warum ich jetzt gerade alleine filme. Alan hatte die Woche Nachtschicht und der ist noch am Schlafen. Deswegen nehme ich gerade alleine auf. Aber wenn er dann wach ist, ist er natürlich auch wieder am Start. Ja, let's do this. Leute, ich bin auch wirklich süchtig einfach nach Kerzen. Also nach Düften. Wow, cool. Ist das ein Parfüm? So ein Parfümtester, glaube ich, mit dabei. Oder ist das Eau de Parfum? Ja. Eau de Parfum. Ja, Papier, Krimskrams, bla bla, juckt mich nicht. Also ich habe mir zwei verschiedene Kerzen geholt. Es kam nämlich, glaube ich, 50%. Okay, ah ja. Das ist die Antalya-Kerze. Die hat mich natürlich angesprochen, weil es Turkey. Und da stand Hammam drauf. Also, ja, wer schon mal im türkischen Hammam war, weiß, wie krasse Düfte es da gibt. Und ich fand, sie sah auch noch sehr schön aus. Boah, das ist nice. Das riecht so, ich weiß gar nicht, ob es nach Hammam riecht, aber es riecht irgendwie ja so ein bisschen orientalisch, aber auch frisch. Yummy, das riecht yummy. Sieht auch auf jeden Fall sehr schön aus. Leute, ich hoffe, ich kriege hier keinen Ärger, weil das soll jetzt hier eigentlich keine Werbung sein. Ich habe mir das einfach alles selber gekauft, ich will es nur mit euch teilen. So, the next one is Rio de Janeiro. Da fand ich natürlich das Packaging schön, die Farbe, das ist genau meins. Guck mal, das ist so ein, ja, sieht irgendwie gräulich aus jetzt gerade, aber es ist eigentlich so ein Grisch, so beige-grau. Und riecht auch sehr, sehr gut. Ganz soft, also irgendwie so ein bisschen wie Creme. Ja, beide Düfte gefallen mir super. Fangen gleich an, Nudeln zu kochen. Gestern habe ich schon Lotus-Cheesecake gebacken, zeige ich euch gleich. Oder zeige ich euch nachher. Das Rezept dazu findet ihr auch in dem letzten Video. Da habe ich euch Schritt für Schritt gezeigt, wie ich das mache. Ich werde auch die nächsten Tage das Rezept nochmal bei Instagram hochladen. Ich habe gestern angefangen, ein bisschen Couscous-Salat, also Couscous, vorzubereiten. Also zumindest schon mal die Basis, also den Couscous, also Bulgur und Tomatenmark, Zwiebelmischung quasi. Dass ich heute nur noch, ja, ich sag mal, die Soße und das Gemüse reinschnippeln muss. Dann werde ich heute Abend noch Bruschetta machen und Pizzen. Genau, ich nehme euch dabei mit. Ich muss auch auf jeden Fall noch putzen. Ach ja, ich will euch noch was zeigen. Bei DM habe ich mir gestern noch dieses Serum hier geholt. Das soll ganz gut sein. Das ist ein Niacinamide, keine Ahnung. Serum, das habe ich bei einer Influencerin gesehen. Und ich werde es mal ausprobieren. Dann habe ich mir so eine Sugar Scrub Maske geholt, als hätte ich nicht schon genug Masken. Dann habe ich mir zwei Lip Liner geholt. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich einfach mal öfter Lip Liner benutzen sollte. Und ich hatte keine schönen, juden Farben mehr. Und das sind so, ja, Farben, die ich mir früher auch immer gekauft habe, als ich mich noch regelmäßig geschminkt habe. Einmal die 420 von Trended Up und einmal von Essence Legendary. Das sind zwei so Nude-Töne, kann man sagen. Und mein Highlight, das habe ich mir aber jetzt nicht bei einer Drogerie gekauft, sondern bei Thalia. So ein schöner Kalender, Leute. Ich hatte mir schon einen gekauft, so einen ganz schlichten schwarzen, aber meine Mama hat sich dann bei Thalia letztens so einen ähnlichen gekauft und ich fand den so schön. Und dann habe ich mir jetzt einfach einen neuen gekauft. Den anderen kann dann vielleicht Adam benutzen oder einfach keiner, aber ich konnte es einfach nicht lassen. Es hat so eine süße Größe und guck mal bitte, dieses Design, wie schön. Das ist halt ein ganz normaler Kalender. Ja, finde ich richtig, richtig schön. Wollte ich euch auch nochmal zeigen. So, jetzt geht's mal los. So Leute,
Ich habe jetzt sowohl oben als auch unten alles gesaugt. Ihr hört, er ist wach. Ich habe oben und unten gesaugt. Ich habe oben das Bad sauber gemacht. Ich habe die Nudeln gekocht. Und ja, das Bad unten mache ich gleich sauber. Nachdem er dann Shisha sauber gemacht hat. Die Shishas. Schnauze. Ich mache jetzt weiter in der Küche. Ach ja, ich muss nachher nochmal kurz Staub wischen und unten den Boden wischen. Oben. Help me. Oben wischen schaffe ich nicht, ist aber nicht so schlimm. Ich werde unten noch wischen und noch Staub wischen, aber ich zeige euch jetzt erstmal meinen Couscous-Salat. Den habe ich gestern schon vorbereitet. Das Rezept dazu findet ihr in meinen Instagram-Highlights-Rezepte. Das ist einfach Couscous mit Tomatenmark, Paprikamark, Zwiebeln. Und dazu schneide ich jetzt Gurken, Paprika und da kommt auch noch Mais rein. Kann man variieren, kann auch gerne Zwiebeln, Lauchzwiebeln reinschneiden, Petersilie reinschneiden, alles Mögliche. Und dann wird das noch verfeinert mit Granatapfelsirup und wahrscheinlich noch ein bisschen nachgesalzen und dann müsste es eigentlich schon soweit passen. Der Salat ist jetzt erstmal ready, kommt wieder in den Kühlschrank und jetzt widme ich mich meinem Nudelsalat. So, jetzt geht es los mit dem Nudelsalat. Ich nehme es alles für euch mit auf, werde das Rezept aber auch bei Instagram posten, also schaut dort gerne vorbei. Es geht natürlich los mit der Mayonnaise. Dann kommt da so eine Packung Joghurt mit rein. Ich weiß nicht, ob eine reicht, werden wir gleich sehen. Jetzt kommen Kidneybohnen und Mais auf jeden Fall rein. Und geschnippelte Würzgurken. Das wird jetzt erstmal miteinander vermischt. Jetzt kommen noch Dillkräuter mit rein. Wahrscheinlich werde ich zwei Packungen brauchen. Und jetzt ganz wichtig, ein bisschen Saft von diesen Gewürzgurken hier rein, damit es einfach saftiger wird. So Leute, so sieht das Ergebnis jetzt aus. Es kommt jetzt erstmal wieder in den Kühlschrank für ein paar Stunden, damit das schön durchzieht. Aber glaubt mir, dieses Rezept ist einfach übertrieben lecker. Macht es unbedingt nach. Moin Leute, ich bin jetzt auch wach, komme frisch aus der Dusche. Habe ich mich fertig gemacht. Lass mal einen kleinen Outfit-Check machen, Freunde. Weiße Socken, schwarze Hose, orangenes T-Shirt habe ich aus der Türkei. Auf lässig und von hinten, ich bin nicht so eine. Spaß, Freunde. Ich hatte ja diese Woche komplett Nachtschicht. Eigentlich bin ich so immer 13:30 circa aufgestanden, damit ich auch zum Sport gehe. Aber Wochenende gehe ich nicht zum Sport. Heute habe ich dann gesagt, ich schlafe heute mal richtig aus. Und das habe ich auch. Ich glaube, ich bin um 15 Uhr oder so aufgestanden. Naja, ich creme jetzt mein Gesicht ein, Freunde. Dafür benutze ich halt einfach Nivea Man. Ich finde, das riecht sehr lecker. Haare mache ich auch gleich. Aber Haare ist bei mir ganz einfach eigentlich. Ich lasse sie ein bisschen austrocknen und dann mache ich einfach so. Das war's. Quasi so. Reicht. I'm ready. Eingecremt habe ich mich jetzt auch, Freunde. Jetzt gehe ich runter, mache jetzt die Shishin. Shishin? Shishas? Whatever. Ich mache die jetzt sauber. Hey, Mami, you sexy. Hey, Mami, you sexy. Gut, wo bist du hergekommen? Auf jeden Fall, Freunde, wenn wir hier kochen oder Haushalt machen, dann machen wir immer die Musik an, damit wir schön hier motiviert sind. Dann machen wir mal wieder die Musik an hier, ne? Ja gut, hab ich gesagt, dass wir Shisha-süchtig sind? Ja, Freunde, ich mache jetzt die Shishen sauber. Auf jeden Fall ist das hier unsere Shisha. Das ist die von meiner Cousine, Servo. Grüße gehen raus. Und ja, das ist unsere Baby-Shisha, Freunde. Die raucht übertrieben krass. Wir testen uns auch davor. Keine Sorge, wir sind Corona-konform unterwegs. Ich fange mit unserer Shisha an. Das ist halt so ein Mikrofasertuch. Damit trockne ich das halt ganz ab. Mit der Bürste hier mache ich die Bowl sauber. Ich mache ungefähr einmal die Woche immer die Shisha sauber. Macht eure Shisha auch mindestens einmal die Woche sauber. Ich habe erstmal den Kopf quasi ausgewaschen. Das Wichtigste, Freunde, immer trocknen, gut trocknen. Das muss auf jeden Fall trocken sein, sonst habt ihr den Salat. Auf jeden Fall halt gehe ich mit der Bürste komplett so rein. Wie gesagt, drehe das Ganze. Hier oben auch sauber machen. Und dann spüre ich das Ganze halt einfach. Eigentlich passt das auch. So sieht das Endergebnis aus. Ich habe neues Wasser schon reingefüllt und runter. Schön clean.
So Leute, die Salate sind ready. Ich habe nochmal Paprika und Zwiebeln geschnitten, gleich für die Pizzen. Habe nochmal so eine Soße für Bruschetta. Schon fertig gemacht, zeige ich euch gleich. Habe das Bad jetzt geputzt, weil dann hat der die Shisha sauber gemacht. Das Bad unten ist jetzt auch geputzt. Jetzt muss ich hier noch die Spiegel wischen, dann noch Staub wischen und dann noch einmal den Boden wischen. Ich glaube mal, das mache ich diesmal mit meinem Dampfreiniger. Und dann bereite ich Bruschetta vor und die Pizzen und dann sind wir eigentlich auch schon soweit. Same, everything has changed. Every day. 24/7. Next one. And the next one. Diesen Song feiere ich gerade unnormal. Sehr stark machst du, mein Schatz. Sauber. Ich muss noch rausfahren, ja? Keine Sorge. Das ist ein Video, Herr Pimbulda. Du warst selber. Wenn der wieder ein Video auf dem Freunde, die Frau ist sauer, weil ich sie vorhin ignoriert habe. Weil ich Insta-Stories machen wollte, Freunde. Jetzt hat sie schlechte Laune hier. Immer ist das so, Freunde. Sie kriegt immer schlechte Laune, wenn ich einmal Nein sage. Komm schon, lass sie über Eheprobleme reden. Freunde, das ist normal, ja? Nimm's mit Humor. Ja, schneid mal lieber das Baguette an, statt zu schauen. Ja, ja, ich schneid das Baguette, ja, keine Angst. Schneid du deinen Tomaten richtig da. Sie ist wieder glücklich geworden, Freunde. Was hast du gesagt? Ich stech dich ab. Bring mal deinen Müll erstmal weg, Alter. Wie du deinen Müll ja, einpackst. Freunde, ich bring den Müll gleich weg, aber ich warte immer, weil es kommen immer noch... Schlauer. Ich bin ein ganz schlauer, Freunde. Weil sie packt immer neue Sachen rein. Deswegen lohnt sich nicht, den Müll jetzt rauszubringen. Aber ich verstehe auch nicht... Der Müll muss ja danach auch leer bleiben, ne? Ja, aber... Ja, nochmal. Aber ich verstehe auch nicht, warum du den Müll schon hier rausgeholt hast, obwohl... Ja, weil Sachen nicht mehr drauf hast und weil du sonst immer schimpfst, dass die Sachen an dem Untergrund von dem Ding kleben. Kannst du mal leise sein? Ey, ich schneide jetzt mein Baguette, Freunde, das ist ein Brotmesser, ja? Ich hoffe, das wisst ihr alle. Sie ist wieder glücklich, Freunde. Er schneidet jetzt das Baguettebrot. Wir machen nämlich Bruschetta. Ich habe so eine Soße gemacht oder so eine, ja, doch so eine Soße oder Marinade, womit ich nachher die Baguettebrote bestreiche und dann in den Backofen tue. Das sind zwei Teelöffel Butter, ein bisschen Olivenöl, bisschen Basilikum, Oregano, Salz und Tomatengewürzpulver und ein bisschen Knoblauch. Das habe ich hier einfach mal so reingemixt. Hier habe ich jetzt Tomaten und Avocados klein gehackt. Da kommt das gleiche jetzt nochmal rein. Also Olivenöl, Salz, Basilikum, Oregano und Granatapfelsirup. Ganz, ganz wichtig. Ich habe es einfach drauf. Alles, was ich anfasse, Freunde, wird einfach perfekt. Schmeckt übertrieben lecker. Fertig, Freunde. So, ich habe die Baguettebrote einfach jetzt bestrichen, ganz leicht, damit es nicht so fettig wird und schiebe die gleich für 5-6 Minuten bei 200 Grad ungefähr in den Backofen. Käse-Experte ist wieder unterwegs, Freunde. Ich mache das eigentlich gerne, weil ich nebenbei immer viel esse. So Leute, wenn alles fast vorbereitet ist, kommt nochmal Jumusch in Einsatz. Das erinnert mich voll... Hä? An was erinnert dich das? Türkei, Gebäude, wenn man so in so Häuser reingeht. Wohnhaus, Eingangsduft irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber ich liebe das. Inzwischen erinnert mich das einfach mal an unser Zuhause. Ja, weil wir haben damit schon bei der Baustellenphase, als so... Fliesen und so gelegt haben, das haben wir das schon angefangen zu sprühen. Ja. Das ist wirklich auch so ein Ritual quasi, den wir dann ganz am Ende machen, wenn zu Besuch kommt. Naja, die Party kann weitergehen. So, Leute, sehen
Handy, brusche das jetzt aus. Ich habe einfach ganz normal den Tomaten-Avocado-Mix auf die Baguette-Stückchen gegeben, die aus dem Backofen gekommen sind. Ist natürlich auch gerade am Posen für Instagram, weil ich da das Rezept mit euch teilen möchte. Und die Pizzen bereiten wir gleich vor, wenn unsere Freunde da sind, damit es fresh ist. Und die Salate sind auch ready und der Kuchen ist ja auch ready von gestern. Zeige ich euch nachher alles nochmal. Jetzt ziehe ich mich mal um, ey. Jetzt reicht's. Wir bereiten jetzt schon mal die Pizzen vor. Unsere Freunde verspäten sich, glaube ich, a little bit. Deswegen bereiten wir sie schon mal vor. Freuen uns auf jeden Fall schon auf den Abend. Wir benutzen heute mal fertig Pizza Kits. Genau. Die belegen wir jetzt. Und dann wird das yummy. Safe. Wow! Bei wem ist das auch ein Muss? Mais auf der Pizza. Also bei mir ist das safe ein Muss. Käse sowieso, das ist Standard. Je mehr, desto besser. So, die Bros sind jetzt da. Wir sind die ehrlichsten Menschen und wir sagen jetzt ehrlich. Ja, mach aber bitte, das sind die Reste, die habe ich zur Seite gefahren. Die könnt ihr ja schon mal probieren. Was soll das sein? Avocado? Avocado und Tomaten. Nein, Wallah, ich habe noch nie in meinem Leben eine Avocado. Wallah, viele das, aber ich mag das nicht. Es schmeckt aber nicht. Ihr werdet das aber nicht schlecht finden, weil es schmeckt nicht nach viel. Ich sag richtig ehrlich, ja. Avocado ist bei mir wie Mozzarella. Noch nie gegessen, das ist nicht aber nicht geil. Also, schmeckt? Schmeckt aber. Schmeckt. Ist halt so Snack, ne? Mit Salat und so, schmeckt bestimmt so zusammen. Das ist Frühstück der Hammer. Und die dickeren schmecken auch besser, weil da ist die Soße ein bisschen ins Brot eingezogen. Und ich mach noch ein bisschen Nadeck-Schüsse drauf gleich. Boah, das schmeckt Hammer, geil. Mit Top. Ey, voll geklingelt. Gut, so Leute, der erste Pizzateller ist jetzt ready. Wir haben den Tisch gedeckt. Das ist so ein Schmand-Karottensalat, den hat meine Freundin mitgebracht. Der Lennesauer, mein Couscous-Salat, Bruschetta, der Nudelsalat. Und den gemischten Salat hat auch meine Freundin mitgebracht. Der Tisch sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Und die anderen Pizzen kommen jetzt auch gleich noch. Die Jungs warten schon alle, die haben alle nur gefrühstückt. Und die Mädels kämpfen gerade mit der Pizza und machen keine Ahnung. Open. You're like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. So, alle sind hungry. Und das lassen wir uns jetzt so schmecken. So, wir haben jetzt gegessen. Es war sehr, sehr lecker. Wir sind alle satt. Wir haben uns jetzt hier eine gemütliche Runde gemacht. Shisha Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und nachher auch noch Spiele spielen. Das kann nur witzig werden. Ne? Jetzt ist es halt für Nachtisch. Wir essen jetzt diesen Lotus Cheesecake. Boah, wie yummy der aussieht. Ich hoffe, der schmeckt auch wieder so gut. Wir spielen jetzt Activity. Alter, das ist so easy. Einsortieren. Labert viel. Erzählung. Kommandiert rum, kommandiert rum! Chef! Gutmann-Führer! Chef, Boss! Er hat einen bisschen Anzug an. Was ist das eigentlich? Wallah! Körpersprache! Natur? Schreiben? Programmieren! IT! Einloggen! Enter! Ich glaube, er macht es eigentlich gut. Leertaste. Oha! Bruder, wenn ich das erklären müsste, zeigen müsste, alles tausendmal einfacher. Wie soll ich das erklären? Kann ich erklären, aber was ich damit meine? Nein, kein Wort. Digga, ich kann das auch nicht zeichnen, Mann. Probier's doch. Mann, nimm was anderes. Nimm vier Punkte. Nicht gucken. Gelb. Digga, ich könnte das so einfach erklären, Alter. Hallo, Test. Hallo. Guten Tag, wir spielen Activity. Hört man mich? Test. Guten Tag, Herr Dolmatschi. Herr Dolmatschi. Guten Tag, Volkan. Melissa benutzt für die Arbeit nur ein Gerät und das ist ihr iPhone. Was Test. Hallo. TikTok wäre mein Ding. Nee, Mann, ich glaub's nicht. Cringe TikTok. Aber warum nimmst du die ganze Zeit weiter auf? Ich nehm mich auf. Oh, ich nehm auf. Du nimmst immer noch auf. So Leute, aufpassen, jetzt kommt ein richtig, richtig krasser Witz. Wie nennt man eine Ananas am Fenster? Weiß jemand? Nein, schreib's in die Kommentare. Ich schreib's erstens in die Kommentare. Eine Ananas am Fenster nennt man... Ich hoffe, du kriegst keine Idee aus. Eine Spananas. Ich raus. Kannst du gar nicht reinsteigen, da musst du zweimal mindestens bieten. Geht ein Typ zum Arzt und sagt, immer wenn ich in den Spiegel gucke, krieg ich immer einen, ne? Ja. Sagt er ja nochmal, du siehst auch aus wie eine F***. Aber habt ihr verstanden? Warte, ich hab nicht gecheckt. MC Kubi, zeig schon uns jetzt was Schönes. Zeig uns hier, ne? Ja, ja. Hund, Esel, Elefant, Nasenbär, Furz. Wasser? Boah, der geht seinen Weg, ein Wolf. Das war Pferderin. Jetzt! Let's go! T-Shirt? Oberteil. T-Shirt. Oberkörper. Pferderin. Streifen. Tiefgarage. Pyjama. Knast. Knast. Gefängnis-Dings.
Gefängnisgitter! Gefangener! Schisch im Schach! Es ist ein Wort. Was trinkt man gerne oder was trinkt man gerne? Bull. Nein, nein, zum Essen. Cola, Eiler, Wasser. Nein, nein, was isst man? Was trinkt man? Also Schorba, Suppe. Ja, Suppe. Suppe kommt nach hinten und davor ist halt... Zahnsuppe. Nein, nein. Montag ist ja ein... Wochentag. Nicht Wochentag? Nein, nicht Tagessuppe. Ja, ja, Tagessuppe. Zeig es mal, das Scherz. Ich kann das doch gar nicht. Kommt her, Girls. Yalla, yalla, yalla. Los, 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 los. Können wir alle im Braten? Nein. Das ist echt assi. Straße? Straße, Fluss. Meer. Fluss? Autobahn. VW. Kanal. Kanal? Kanal. Fluss, Meer, Fluss. Kanal, Kanalisation, Kanaldeckel, Kanalfluss, Gitter, Kanalgitter? Ja, Alter. Oh nein. Pantomime, fuck, Alter. Erstes Wort. Schlagpistole, Schlagkugel, Schlagmunition. Allah, bringt nichts mehr. Vorbei. Vorbei. Im Heidepark, das nennt man auch anders. Punkt, 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 Park. Freizeitpark. Schönes noch Freizeit. Was anderes? Wenn du etwas durchmachst, sagst du, ich habe etwas... Geschüttelt? Nein. Aber es erlebt, würde ich sagen. Ja. Das ist das zweite Wort. Erst und zweite Wort zusammen. Schlüsselerlebnis. Ja. Hey Leute, das war gerade ich, ne? Pantomimische Oma. Eis. Fenster. Das ist Eis. Rot. Becher. Altglas. Yalla, Brie. Alle dürfen. Okay. Alle dürfen. Pink. Vulkan. Reden. Quatschen. Farbe pink. Quatschen hören. Ach so, Farbe pink. Oh, jetzt auch noch erklärt, haben wir gewonnen. Hexenschuss. Erklär, Bruder, du bist doch erklärt, Bruder. Okay, ich hab das Wort schon gesagt. Was ist das? Ich kenn das Wort nicht. Okay, Türkei liegt wo? In Asien, Europa. Das ist bedeckt 90% der Erde. Wasser, Meer. Wie nennt man das anders? Ozean. Zwei. Genau, das ist das erste Wort. Ozean. Danach kommt, es gibt Legenden und Filme davon. Es gibt kleine Menschen. Zeus. Große Menschen, Ozeanriese. Klein, groß. Ja, Ozeanriese. Wir sind die Riesen. Beim Auspuff, immer beim Auto, Abgase. Wenn was knallt, das ist eine Fehlzündung. Ja. Oh, Maschine! Komm jetzt, Schmecher! Auf der Straße. Ich wollte gerade sagen, Flieh! Fleischfresser! Bin mit dir! Lass deinen Vater! Fliegenjäger! Toben! Pflanzen! Nein! Schnabel! Stopp! Was war's? Fliegenklappe, Digga! Oh! Monatlich, wenn ich Geld übrig habe. Sparen! Genau. Sparkonto! Auf Kopf! Anderes Wort? Sparbuch! Genau! Rauchverbot! Rauchverbot! Zigarettenverbot. Nicht rauchen. Engpass. Oh Gott, hab ich gerade wegrasiert. Cousin, was geht? Die Jungs haben zweimal gewonnen und Zu null, ja. Starke Defensivarbeiter. Wir haben nicht mal ernst gemacht. Da hat einer zu ernst genommen. Ihr habt das zu ernst genommen. Tod! Eine richtig ruhige Person. Werwolf. Alle beschuldigen mich, dass ich Werwolf bin. Du bist Werwolf. Jetzt wisst ihr ja, wer Werwolf ist. Guck mal, Leute, auf Ansage, wo kann ich das nicht bei Boden? Ich weiß immer noch, wer die Mörderin ist und das werden wir uns gleich sehen. Leute, das Spiel eskaliert mal. Auf ein paar Elektroisocken. Ihr habt alle gehört. Hey, das ist aber voll Schwachsinn über solche Wetten. Das ist doch wie schwören. Ey, Kubi ist safe. Er hat gesagt, du bist nicht so tot, hat er gesagt. Was heißt nicht so tot? Du bist gleich tot. Ja, nächste Woche willst du mich dann umbringen, ne? Sie denkt, dass er lügt. Eigentlich geht Werwolf so, dass er diskutiert, dann kommt ihr auf den, Alter. Ich sag, wenn er die ganze Zeit grinst.
Ja, ich kritz immer. Nein. Doch, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Wer ist es? Das war doch, du bist so schlecht. Er wird die ganze Karte vollkommen. Ich hab das aber gut gespielt. Die Nacht bricht an, alle gehen schlafen. Alle sind Leute, es darf keiner reden, ha? Ich bin tot. Alle schlafen, alle sind im Bett. Außer die Werwölfe. Die kommen nachts raus. Werwölfe wachen auf. Werwölfe suchen sich ein Opfer aus. Die Werwölfe haben sich geeinigt. Die Werwölfe kehren wieder nach Hause und gehen schlafen. Der Morgen bricht an, alle wachen auf. Oh, Magdalene! Oh, shit! Eieieiei! Oder dieser Typ sagt, er kann das Spiel spielen. Er schießt einfach auf jeden, den er schießt. Jetzt wieder! Jetzt wieder! Erstens, Volkan ist safe. Und jetzt? Belkan hat so geschlafen. Und jetzt mich auf. Wenn es einer von den beiden nicht ist, ich schwöre auf, jetzt kann ich das Spiel wieder. Wer war der Erste? Ich war mir bei Jada sicher. Und wer war letzte Runde? Guck mal, Leute. Bei uns ist diese Zwillinge-Politik. Wer lügt, ich sehe das. Er lügt gerade zu 100%. Er ist der Mörder. Irgendwer hat mich getötet, Leute. Ich gehe auch auf Irgendwer Volkan. Hat mich getötet. Ich glaube, es war mein Bruder. Wenn zwei Geschwister sagen. Aber siehst doch, wer hat sein Gesicht ist am Lügen. Okay, jetzt ist jemand gestorben. Wer ist es? Das war Volkan. Das war klar. Ich bin nur ein Verdacht. Nein. Fertig, mehr sag ich nicht. Wer rausfliegt, gibt kein Verdacht, auch kein Blick. Darf ich noch letzte Worte sagen? Weil ich hab ja jetzt schon gesehen. Ja. Also ich würde sagen, aufgrund von gewissen Informationen, die unser Moderator mitgeteilt hat, die letzten drei Runden, mein Hauptverdächtiger auf jeden Fall Bernd Kamm, wie ich schon gesagt hatte. Ja. Ich spiele auch ganz einfach seinen Kamm, was mich schon aufregt. Okay, meine Freunde, es ist Nacht. Die ganze Menschheit geht schlafen mit ein bisschen Latina-Musik, aber das ist vollkommen okay. Die Rabia shakt ein bisschen rum. Warum flüsterst du so? Weil hier das Mikrofon ist. Alle sind eingeschlafen und die Wölfe erwachen langsam, diskutieren hitzig, welches ihr nächstes Opfer sein wird. Die Werwölfe können sich nicht entscheiden. Ich bin tot. Letzte Runde. Hello. Feierabend. Morgen, kann man sagen. Spätestens 4:30 Uhr? 4:30 Uhr, genau, Freunde. Das heißt, es war ein erfolgreicher Abend. Safe. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war richtig cool. Wir haben Activity und noch Mörder gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oder Werwolf, genau. Mhm. Kann man beides irgendwie nennen. Kennen bestimmt viele. Und ist immer witzig in der Runde auf jeden Fall. Activity haben übrigens die Jungs gewonnen, 2 Runden. Ja. Und dann haben wir uns für Mörder entschieden. Wir freuen uns natürlich auf ein Like. Ja, lasst uns die 75 Likes knacken wieder, Freunde. Kommentiert auch gerne, wenn ihr vielleicht andere Videovorschläge habt. Die letzten Male kam ja jetzt immer so ein Alltagsvlog, Wochenendvlog und so. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß, hier zu drehen. Ja. Viele von euch gucken sie auch sehr gerne. Aber wenn ihr noch irgendwas anderes habt, wenn es coole Challenges gibt oder irgendwas, was ihr sehen wollt, was euch interessiert, schreibt es in die Kommentare gerne als Anregung für uns. Und ja, wir danken euch fürs Zuschauen. Freuen uns über ein Abo und ein Like. Ihr könnt auch kommentieren, welche Spielarten wir uns noch so kaufen könnten oder was für Spiele noch wir spielen könnten. Ja, genau. Vielleicht gibt es coole so Brettspiele oder so Gemeinschaftsspiele, die wir noch nicht kennen. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Danke. Wünschen euch eine gute Nacht. Auf jeden Fall, und Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Abonniert jetzt, Freunde. Jetzt. Genau jetzt. Danke Dankeschön. Fürs Abo. Kuss geht raus. Bis dann. Ciao. Tschüss.